Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erzählen wir euch von Markus. Das hier, das ist der Markus. Der Markus ist in Frankfurt für die Feuerwehr, die Ordnung, den Sport und die Wirtschaft zuständig. Und da wir gerade bei der Wirtschaft sind, das ist eine. Eine, die der Markus retten wollte. Er war einmal da, hat ganz viele Selfies gemacht für Facebook. Danach hat man ihn dort nie wieder gesehen. Die Wirtschaft, die gibt's heute nicht mehr. Rettung misslungen. Genau wie beim Hessischen Hof. Und der ist auch nicht mehr da. Aber Selfies, das kann der Markus. Man nennt ihn auch den Mann mit dem längsten Arm von Frankfurt. Und den Arm, den braucht er auch für die vielen, vielen Selfies, die der Markus von sich und allem macht. Also hauptsächlich von dem, was er retten wollte. Hat alles nicht geklappt. Muss ja auch nicht. Denn der Markus hatte noch eine viel, viel größere Baustelle. Seit 10 Jahren versucht er am Kaiserlei eine Multifunktionshalle zu bauen. Naja, versucht er eben. Klappt aber nicht. Das hat die Stadt bis jetzt 850.000 Euro gekostet. Viel Geld für keinen Plan. Dabei soll ja eine größere und schönere Halle am Flughafen gebaut werden. Eine, die Stadt nichts kostet. Aber das gefällt dem Markus nicht. Macht ja nichts. Muss ihm ja auch nicht gefallen. Genauso wie das Bahnhofsviertel. Das verkommt und verdreckt. Und wenn sich alle mal wieder ganz doll aufregen, fährt Markus mit seinem Handy hin, macht ein Selfie und verkündet ein neues 10-Punkte-Programm. Das macht er oft. Er hat ja schon ganz oft 10-Punkte-Programme verkündet. Passiert ist aber nichts. Macht ja nicht. Muss ja auch nicht. Ach ja, da ist ja noch die Fashion Week. Toll, dass das nach Frankfurt kommt. Aber nur die Messe, der Laufsteg, der bleibt in Berlin. Und dafür hat die Stadt 6 Millionen bezahlt. Naja, und überhaupt Fashion, das kann nicht jeder. So, das war's für heute. Und beim nächsten Mal erzählen wir euch, was Grüne sind. Oh, aua, das tut ja jetzt schon weh. Also, bis dann.